Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tina und in diesem Video geht es um Umkehrhaltungen während der Schwangerschaft. Erstmal zu den Umkehrhaltungen zählen Sachen wie ein Kopfstand, ein Handstand, ein Flug, ein Schulterstand, aber auch schon ein herabschauender Hund. Und oftmals fragt man sich, welche von den Haltungen kann ich denn noch mitmachen, wenn ich in eine offene Vinyasa-Klasse zum Beispiel gehe? Und welche lasse ich erstmal aus? Und ich empfehle, keine von den extremen Umkehrhaltungen während der Schwangerschaft zu machen. Also keinen Kopfstand mehr, keinen Handstand und auch keinen Flug, wo der Hebel für den Bauch so riesig ist. Und was man wissen sollte, ist, dass die Umkehrhaltung einfach die Verhältnisse der Schwerkraft für dein Baby im Bauch auch umkehren tatsächlich. Na, du drehst dich auf den Kopf und damit auch natürlich das Kind, das in dir ist, und es reagiert darauf im Fruchtwasser liegend. Und diese Technik wird oftmals Richtung Ende der Schwangerschaft angewandt, wenn dein Baby in Beckenendlage liegt, also nicht ganz richtig rum mit dem Kopf nach unten ist, um das Baby doch noch dazu zu bringen, sich zu drehen. Und man sagt eben, wenn man zu oft während der Schwangerschaft Umkehrhaltungen übt, dann kann es sein, dass man sich dieser Technik am Ende der Schwangerschaft nicht mehr so gut bedienen kann. Daher sage ich mal, ab und zu eine Umkehrhaltung alle paar Tage, wenn du vielleicht 3-4 Mal die Woche Yoga machst, kein Problem, und dann immer nur eine kurze Zeit dort, aber eben nicht jeden Tag und eine volle Umkehrhaltungspraxis, falls du so etwas vor der Schwangerschaft hattest. Genau. Ich zeige dir mal 2, 3 Möglichkeiten, wie du deine Umkehrhaltung modifizieren kannst. Eine Variante, ein Beispiel ist nämlich Puppy Pose oder Anahata Asana. Das ist eine Umkehrhaltung, die kannst du in der Schwangerschaft noch üben, aber eben ein bisschen anders als während du nicht schwanger bist. Du würdest dann deine Knie mattenweit öffnen und die Hände nach vorne wandern. Die Hände ganz aktiv und dann den Brustkorb Richtung Boden senken. Vielleicht sogar die Stirn ablegen oder die Stirn auf den Block. Und die Knie sind sehr weit. Und ich empfehle eben nicht länger hier zu bleiben als so 5 Atemzüge. Genau. Das ist eine mögliche Umkehrhaltung, die auftritt. Und natürlich, ganz wichtig, ist der herabschauende Hund. Wie ist es mit dem herabschauenden Hund in der Schwangerschaft? Auch den kannst du für eine kurze Zeit immer mal üben. Du wirst merken, der ist auch in den Armen einfach anstrengender, weil wir ein bisschen mehr Gewicht haben in der Schwangerschaft. Und den herabschauenden Hund übst du eben auch mit den Füßen mattenweit, Fersen gehoben, die Knie gebeugt. Und dann kannst du den Rücken schön verlängern hier. Auch die Hände habe ich jetzt mal mattenweit gestellt. Das ist einfach angenehmer für die Schultern. Und dann kommst du nach ein paar Momenten wieder raus aus dieser Haltung. Genau. Ich hoffe, das hilft dir schon weiter für deine Praxis. Umkehrhaltung nicht zu exzessiv üben und immer gut auf deinen Körper hören. Viel Spaß!